Herzlich willkommen zu meinem Bonusmodul mit 10 Erfahrungen, 10 Tricks und Tipps, was ich mache, wenn es in Gruppen schwierig wird, wenn Entscheidungen schwerfallen, wenn Gruppen sehr divers zusammengesetzt sind oder wenn ich einfach nur so richtig durchstarten will. Das wird viel Input, deswegen pausiert, wo immer es für euch nötig ist, um die Sachen einmal sacken zu lassen. Und ich empfehle euch ganz dringend, das Aufgabenblatt runterzuladen und zu machen, denn da sind noch ein paar mehr Aufgaben drin, als ich in den Videos drauf eingehe, einfach damit das Video nicht noch länger wird. Aber die Aufgaben helfen euch, die Sachen in eurer Praxis umzusetzen und in eure Gruppen auch wirklich reinzutragen. Hack Nummer 1 ist, dass ihr als Gruppe, wenn ihr diesen Berg vor euch habt, als Gruppe gut zusammenhaltet, dass ihr viel tut, damit ihr zu einer vertrauensvollen, guten Zusammenarbeit kommt und einen guten Zusammenhalt miteinander habt, um diesen Berg, diese Entscheidung, dieses nächste Projekt gemeinsam überschreiten zu können. Und die goldene Regel dabei ist 5:1. Das heißt, ihr braucht für jede negative Interaktion mindestens 5 positive Interaktionen, die ihr miteinander gehabt habt. Für euch bedeutet das als Moderation oder auch als Teilnehmerin, lächelt die Menschen an, wenn ihr da seid. Zeigt Dankbarkeit und Wertschätzung für das Engagement der anderen. Findet die verbindenden Elemente zwischen euch in den Zielen, in den Werten, in euren Bedürfnissen und feiert eure Erfolge zusammen, vielleicht auch mal außerhalb der üblichen Gruppensitzungen. Denn wenn ihr das beachtet, dann sind Konflikte zwischen euch und schwierige Situationen überhaupt nicht das Ende, sondern sie sind nur ein Schritt auf dem Wachstum als Gruppe und für die dauerhafte, erfolgreiche Zusammenarbeit. Hack Nummer 2 ist fast mein Lieblingshack, weil er euch sagt, es ist normal, wenn es da oben schwierig wird. Wenn wir auseinanderdriften, wenn die manche schon vorgelaufen sind und andere noch zurückblicken, wenn es Spannungen gibt, dann ist es kein unnormaler Zustand, sondern es ist ein ganz normaler Zustand. Gruppen sind aus der Systemsicht gesehen eigentlich so eigene Wesenseinheiten mit einem eigenen Charakter. Und Konflikte und Spannungen sind eigentlich nur ein Zeichen von Wachstum in dieser Sichtweise. Das heißt, irgendwas versucht hier besser zu werden, größer zu werden, anders zu werden in eurer Gruppe. Es ist jedes Mal eine Chance, als Gruppe auch größer zu werden im Inneren oder im Äußeren. Emotionen und Unsicherheit sind da oben total normal, weil man sich nicht mehr so gut sieht, weil man nicht mehr so eng beieinander gluckt, weil man einfach unterschiedliche Positionen auslotet, weil man das Neue ausprobiert. Das ist bei Lernen so und das gehört dazu. Als Moderation ist es euer Job, das zu normalisieren. Die Emotionen, die Unsicherheit, die Spannungen, die ihr sozusagen wahrnehmt, zu sagen, das gehört alles dazu, wenn wir zusammen wachsen wollen, wenn wir zusammen weitergehen wollen. Vertraut auch darauf, dass diese Systeme, diese Gruppen in der Regel ziemlich gut in der Lage sind, eigene, manchmal auch sehr kreative Lösungen für diese Spannungen zu finden, wenn wir ihnen ein bisschen Zeit und ein bisschen Raum geben. Und Raum geben bedeutet als Moderation, ihr haltet diese Spannungen auch ein Stück weit aus. Denn wenn ihr sie als Moderation aushalten könnt, dann fällt es der Gruppe auch sehr viel leichter, diese Spannungen auszuhalten, einmal durchzuatmen und dann auch wieder in der Lage zu sein, eben diese kreativen Lösungen für sich selbst zu entdecken. Willkommen zu Hack Nummer 3, einer, den ihr im Alltag immer und ganz einfach umsetzen könnt. Und der besteht darin, Überblick zu schenken als Moderation und auch als Teilnehmerin kann man das übrigens manchmal machen. Denn wenn wir schwere Wege gehen, fällt es uns meistens viel, viel leichter, sie zu gehen, wenn wir eine genaue Karte haben, wenn wir wissen, was wo ansteht und was da auf uns zukommt. Was bedeutet das für die Moderation? Sagt, welche Entscheidungen anstehen und welche Entscheidungen nicht anstehen. Macht deutlich, welche Optionen im Raum sind und welche ihre jeweiligen Auswirkungen sind, sodass die Gruppe darüber ein gemeinsames Verständnis entwickelt hat. Schafft Transparenz darüber, wer eigentlich am Ende entscheidet und in welchem Entscheidungsmodus, insbesondere dann, wenn es nicht die Gruppe ist, die miteinander entscheidet, sondern es vielleicht eigentlich nur ein Austauschprozess oder ein Beratungsprozess ist und am Ende eine Geschäftsführung oder ein Vorstand entscheidet. Das ist in der Regel kein Problem für Gruppenprozesse, solange die Gruppe sich darüber bewusst ist, dass sie gerade nur berät und nicht am Ende entscheidet. Und umgekehrt auch, wenn die Gruppe entscheiden soll, muss sie wissen, wie und wann das ungefähr stattfindet. Und macht deutlich, wie der Prozess dorthin ist. Was sind die nächsten Schritte? Was folgt jetzt? Macht ihr jetzt eine kleine Gruppe? Macht ihr jetzt einen Austausch? Wann erfolgt die Abstimmung oder das Konsensverfahren? Je klarer ihr diese Wegschritte macht, desto mehr Sicherheit könnt ihr der Gruppe gerade auch in unsicheren Zeiten schenken. Hack Nummer 4 hat auch ganz viel mit Überblick zu tun, aber dieses Mal eher auf der emotionalen und auf der Gruppenebene.
Das heißt, als Moderation ist es mein Job, wie eine neugierige Katze, die Gruppe zu lesen. Und zwar in dem Sinne, dass ich das versuche, als Gesamtheit zu lesen und jede Stimme, jede einzelne Person darin als Stimme des Systems zu betrachten, als Stimme der Gruppe zu sehen und daraus so einen Gesamtorchester-Eindruck zu bekommen, wo die Gruppe gerade ist und was sie vielleicht auch in meiner Moderation braucht. Im zweiten Schritt ist es unglaublich machtvoll, wenn ihr das zurückgebt an die Gruppe, was ihr lest. Denn wenn Menschen in Konflikten sind, sind sie oft nicht mehr in der Lage, die gesamte Gruppe zu sehen, weil sie dann so beschäftigt mit ihren eigenen Positionen und ihren eigenen Emotionen sind. Das heißt, schenkt der Gruppe das zurück und sagt, was sie im Raum wahrnehmt, wo ihr Spannungen spürt, wo ihr Einigkeit seht, wie sehr ihr die Wertschätzung, mit der miteinander umgegangen wird, auch wertschätzt. Also gebt all das zurück, damit die Gruppe wieder ein Gespür füreinander und für sich als Gesamtgruppe bekommt. Und ganz besonders trickreich, wenn ihr auch kein richtiges Gespür mehr habt oder wenn die Gruppe einfach sehr, sehr verharrt ist in ihren Positionen, dann hilft es, wenn die Gruppe eine Gelegenheit hat, sich selbst als Gesamtbild zu lesen und als Gesamtgruppe wieder wahrzunehmen. Das kann mit so ganz einfachen methodischen Tricks passieren, wie eine schnelle Blitzlichtrunde zu machen, um von jeder Person einmal zu hören, wo er oder sie gerade steht, emotional oder auch in Bezug auf die Argumentationen oder die Lösungen, die im Raum stehen. Oder noch schneller und gerade online noch schneller irgendwie Daumen in die Kamera halten, damit man sozusagen ein schnelles Gesamtbild bekommt, wo sind wir gerade, wo stehen wir gerade. Und ganz, ganz toll, Menschen aufstellen zu lassen, auf Skalen, gerade wenn es ein größeres Thema ist, gerade wenn es ein längerer Prozess ist, sie mal sozusagen aus ihren verharrten Positionen zu bringen und sich im Raum aufstellen zu lassen, auf einer Art Skala, wer ist dafür, wer ist dagegen und alles dazwischen und dann damit gegebenenfalls auch zu arbeiten, die Menschen in den Dialog zu bringen, wie sie da so stehen und zu gucken, was sich dann auch vielleicht verändert in ihren Positionen. Online geht das übrigens auch, dann lasst ihr die Leute halt irgendwie einen Punkt oder ein Post-it mit ihrem Namen auf einem Flipchart, auf einem Whiteboard, auf einem digitalen irgendwie durch die Gegend ziehen oder ihr könnt natürlich auch da noch einfacher über den Chat einfach eine Skalenabfrage machen und gucken, wo stehen die Leute schon in Bezug auf eure aktuellen Lösungsideen und Lösungsvorschläge. Also seid da kreativ und schenkt der Gruppe den Überblick zurück, sich als Gruppe wahrzunehmen. Hack Nummer 5. Und da geht es darum, immer wieder ins Gedächtnis zu rufen oder zu erarbeiten, was ist es eigentlich, was auf der anderen Seite des schweren Berges auf euch wartet? Welche Sonne scheint da? Wenn das Ziel klar ist, dann könnt ihr die Gruppe immer wieder daran erinnern oder vielleicht es auch auf dem Flipchart an die Wand schreiben. Wenn es nicht klar ist, dann nehmt euch die Zeit mit der Gruppe, dieses Dann zu erarbeiten und dieses Dann so konkret und so einladend wie möglich zu formulieren, damit es den Weg dorthin auch lohnt. Und schaut, wann ist es auch gut genug? Also es muss da drüben nicht das Paradies sein, eine Entscheidung muss nicht perfekt sein, sie muss nur gut genug sein, dass wir als Gruppe damit gut arbeiten und auch gut gemeinsam weiterarbeiten können. Und wenn ihr das als Kriterium in euren Gruppen immer wieder in Erinnerung ruft, dann gelingt es in der Regel ein bisschen schneller, zügig über diese Berge rüberzukommen. Hack Nummer 6 würde eigentlich ein ganzes eigenes Seminar verdienen, aber ich versuche euch einen Trick aus der Trickkiste der Konfliktmoderation und Mediation ein bisschen näher zu bringen. Denn manchmal reicht das, was wir bis hierhin gemacht haben, nicht aus. Wenn wir zwei sehr konflikthafte Parteien und Lösungsvorschläge haben, dann kommen wir manchmal da oben nicht weiter, dann verharrt das gesamte System in diesem Gegeneinander und dann brauchen wir noch ein bisschen mehr als Überblick oder Support der Gruppe. Und was da hilft, ist, sich diese Konflikte als Eisberg vorzustellen, als zwei Eisberge, die miteinander kollidieren. Also, und an der Oberfläche, ihr wisst, nur ein Drittel des Eisberges sieht man, an der Oberfläche sehen wir diese Lösungsvorschläge und diese Interpretation oder wenn es sehr emotional wird, vielleicht auch Vorwürfe etc. Also das ist das, was wir sozusagen sehen, was ausgesprochen wird. Das ist an der Oberfläche und diese Lösungsvorschläge sind manchmal unvereinbar. Also die passen einfach nicht zusammen, das sind Alternativen, aber sie sind eigentlich nicht kombinierbar. Darunter gibt es so eine Ebene von Gefühlen, die schwappen auch gerade, wenn es emotional wird, natürlich regelmäßig hoch. Aber auf der Ebene können wir nicht verhandeln, denn Gefühle sind einfach da, mit denen müssen wir umgehen, aber die können wir nicht irgendwie gegeneinander aushandeln. Ganz, ganz tief in den Eisbergen seht ihr sowas, da gibt es so eine gemeinsame, überschneidende große Fläche in den Werten und Bedürfnissen in unseren Gruppen. Das heißt, wir stimmen oft überein in unseren Bedürfnissen nach Sicherheit, nach Anerkennung, nach körperlicher Unversehrtheit und in unseren Engagementgruppen oft auch in den Werten, also im Sinne von Solidarität oder ein besseres Miteinander oder dass uns Umwelt- und Klimaschutz am Herzen liegt. Das sind sozusagen, da stecken Werte drin, die wir teilen.
Das Tolle auf dieser Ebene ist, wir können uns super miteinander verbinden wieder, weil wir in der Regel die Werte und Bedürfnisse der anderen teilen oder nachvollziehen können. Das Problem, Bedürfnisse und Werte sind so grundsätzlich und so allgemein, dass auf dieser Ebene in der Regel keine Lösungen verhandelt werden können. Dafür brauchen wir die Interessen dazwischen. In dieser Interessensebene gucken wir also, was steckt hinter den Lösungsvorschlägen eigentlich zwischen Bedürfnis und der konkreten Lösung, die auf dem Tisch liegt. Welche Interessen verfolgen die Menschen entweder für sich selbst oder auch im Sinne der Gruppe, für die Gruppe, wenn sie einen bestimmten Vorschlag präferieren oder versuchen durchzusetzen. Und diese Interessensebene ermöglicht eine andere Verständigung und oft nochmal einen neuen Verständigungsraum, in dem wir kreative Lösungen erarbeiten können, die im besten Fall Win-Win sind. Das heißt, vielleicht keine der Lösungen oben sind, die wir am Anfang hatten, sondern eine Lösung ist, die die Interessen aller Beteiligten im Raum ausreichend gut bedient, dass alle an dieser Stelle mitgehen können. Hack Nummer 7 soll euch helfen, eure Moderation dafür zu nutzen, um Diskriminierung in euren Räumen, in euren Treffen entgegenzuwirken oder möglichst auszusperren. Denn unsere Vorurteile und Stereotype, die tauchen natürlich in unseren Gruppen auch immer wieder auf, in unseren Köpfen, und da wollen wir versuchen, entgegenzuwirken. Denn wenn wir um die besten Ideen ringen, dann sollten Gender oder eine körperliche Beeinträchtigung, die Hautfarbe, das Alter oder der Bildungshintergrund keine Rolle spielen bei der Bewertung, ob ein Vorschlag gut oder nicht so gut ist. Ganz im Gegenteil sollten diese unterschiedlichen Erfahrungshintergründe genutzt werden können, um ein besseres Bild von dieser Welt zu bekommen und bessere Lösungen zu entwickeln, wie wir mit Projekten und unserer gemeinsamen Arbeit diese Welt ein bisschen besser machen wollen. Als Moderation versuche ich immer, den Vorhang zu finden. Der Vorhang steht für mich dafür, ein Design zu finden, einen Raum so zu gestalten, dass Vorurteilen automatisch entgegengewirkt wird und die ein Stück weit entkräftet werden. Der Vorhang wurde eingesetzt in den Orchestern dieser Welt, um Diskriminierung entgegenzuwirken. Was bedeutet das? Bis in die 90er Reihen waren die meisten Orchester von Männern besetzt, insbesondere die weltberühmten, weil Frauen angeblich nicht gut genug spielten. Dann hat man beim Vorspielen einen Vorhang auf die Bühne gehängt, beziehungsweise ihn einfach zugemacht, und die Menschen haben hinter dem Vorhang vorgespielt, sodass das Auswahlgremium nicht sehen konnte, wer das Instrument spielt. Innerhalb relativ kurzer Zeit sind die Besetzungen in den Orchestern sehr viel diverser geworden, sehr viel ausgeglichener zwischen männlichen und weiblichen Spielerinnen und Spielern geworden. Und genau das Gleiche möchte ich auch mit der Moderation. Ich will Vorhänge haben. Die Schwierigkeit ist, in unseren Sitzungen wollen wir meistens keine Vorhänge haben, sondern einander sehen. Aber ich kann mit Moderationstricks trotzdem versuchen, solche Vorhänge zu schaffen. Das Erste, was ich dafür mache, ist, ich benutze Methoden, die wirklich alle einbinden. Zum Beispiel Runden, Blitzlichter, aber auch Kleingruppen, in denen alle besser ins Gespräch miteinander kommen, und Stimmungsbilder und Abstimmungen, wo jede Stimme gleich viel zählt. Ich benutze Denkpausen und Murmelphasen, damit Menschen sich erst einen Kopf machen können, was sie sagen wollen, bevor sie dann sprechen. Das hilft insbesondere den Introvertierten oder Menschen, die im Moment länger nachdenken müssen. Und, wie beim Vorhang auch, erhöht es die Qualität der Beiträge in der Regel auch noch immens. Ich versuche zu entpersonalisieren und zu anonymisieren, wie es der Vorhang auch tut, indem ich zum Beispiel Argumente wiederhole und deswegen sozusagen alle Argumente am Ende einmal von mir formuliert worden sind, oder indem ich sie auf Karten abfrage und dann von den Menschen weghole an eine Wand, oder im Online kann ich natürlich auch mit Umfragen arbeiten etc. Ich kann auch mit quotierten Redelisten arbeiten. Das wird insbesondere gemacht, um die Redeausgeglichenheit von Frauen und Männern anzugleichen. In den meisten unserer Meetings reden Männer deutlich mehr als Frauen, und um dem entgegenzuwirken und um Frauen dann nicht ans Ende der Redeliste zu stellen, wenn sie sich auch noch länger Gedanken machen, führt man so ein Reißverschlussprinzip ein. Das heißt, wenn sich 5 Männer gemeldet haben und dann meldet sich eine Frau, dann wird sie mindestens mal zwischen den ersten und zweiten Mann geschoben, vielleicht sogar davor, wenn davor auch ein Mann gesprochen hat. Doppelt quotierte Redelisten bedeuten dann auch noch, dass Erstrednerinnen vorgezogen werden oder Erstredner vorgezogen werden, damit sozusagen eine möglichst große Ausgeglichenheit besteht, wer sich alles zu Wort meldet, und Menschen unterstützt werden, die erst nachdenken, bevor sie sprechen. Und ich versuche, als Moderationsstereotype nicht noch unbedacht zu verstärken. Immer wenn ich in der Anmoderation Menschen auf bestimmte Merkmale reduziere, also zum Beispiel sage, was sagen Sie als Mann dazu, oder was sagst du als Millennial dazu, oder was sagen Sie mit Ihrem Erfahrungshintergrund von Flucht dazu, dann
rufe ich in den Zuhörenden und in der Person selbst alle Stereotype wach, die ich eigentlich außen vor halten wollte. Also versuche ich in der Anmoderation das Verbindende zu sehen. Menschen mit ihrem Namen anzusprechen, Menschen als Mitstreiterinnen anzusprechen, um das Verbindende in den Vordergrund zu stellen und die Unterschiede und die Stereotype möglichst außen vor zu lassen. Es gibt noch ganz viel mehr. Und dazu würde ich euch einladen, gerade weil das jetzt viel Input war, macht doch mal Pause bei dem Video und überlegt für euch selbst. Überlegt, wer sind eigentlich die Personen oder die Personengruppen, die in euren Gruppen benachteiligt sind, die vielleicht gar nicht vorkommen oder die auch in den Sitzungen sehr wenig sagen? Und was könntet ihr tun als Moderation oder auch als Teilnehmer in der Gruppe, um diesen Menschen mehr Bühne zu ermöglichen, ohne dabei Vorurteile und Stereotype und Diskriminierung zu verstärken? Auch Hack Nummer 8 wirkt Diskriminierung entgegen, hat aber auch noch ein paar andere schöne Effekte. Und zwar geht es darum, Visualisierung zu benutzen und damit einen sogenannten dritten Ort zu schaffen. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass in unseren Diskussionen, wenn wir miteinander heiß diskutieren und um Lösungen ringen, dann argumentieren wir so gegeneinander und irgendwie verbinden sich wieder die Argumente mit den Personen und sie stehen auch irgendwie zwischen uns. Und was wir aber wollen in der Moderation ist es ja, wir wollen diese Beiträge wieder anzugleichen und indem ich sie eben auf einem Flipchart oder einem Whiteboard oder auch einem Online-Whiteboard aufnehme, schaffe ich so einen dritten Ort, wo man wieder so einen gemeinsamen Fokus dran hat und der gleichzeitig auch diese Dinge ein Stück weit miteinander gleich macht, sodass ich besser vergleichen kann und eine gute Gesamtentscheidung treffen kann. Es signalisiert zudem eine Wertschätzung, wenn ich Punkte aufgreife und visualisiere. Es schafft einen Überblick über was schon gesagt worden ist. Es sichert das Verständnis, gerade wenn ich vielleicht auch mit dem einen oder anderen Pfeil oder den Abfolgen oder einer kleinen Grafik arbeite. Es verhindert Wiederholungen und es unterstützt eben diesen gemeinsamen Fokus, das gemeinsame Arbeiten, das gemeinsame Gehen hin zu einem gemeinsamen Ziel. Und insbesondere, wenn ich auch mit To-Do-Listen arbeite am Ende oder wenn ich Entscheidungen treffe, dann ist eben, was ich schwarz auf weiß festhalte, auch mit einer anderen Verbindlichkeit gekennzeichnet und dann wirkt die Visualisierung hoffentlich auch über euer Treffen hinaus. Hack Nummer 9 zahlt nochmal ganz Besonderes auf euren Zusammenhalt und eure Zusammenarbeit ein, nämlich, dass ihr Spielregeln miteinander entwickelt und eine sogenannte Metakommunikation entwickelt, bevor es schwierig wird, damit ihr sozusagen durch diese Phasen gut durchkommt. Spielregeln zu entwickeln bedeutet, Antworten zu finden, zum Beispiel auf die Fragen, wie wollt ihr eigentlich miteinander sein und wie wollt ihr miteinander umgehen in euren Treffen, zwischen euren Treffen etc. Was würde euch beflügeln? Träumt doch mal gemeinsam, was würde euch größer machen, was würde euch einen richtigen Energieschub geben in eurem Miteinander, was müsstet ihr dafür etablieren? Und auch, wie würdet ihr euch verhalten, wenn es schwierig wird, denn wahrscheinlich wird es das irgendwann mal werden. Und bevor es das wird, überlegt euch auch regelmäßige Systeme, regelmäßige Rhythmen, in denen ihr nochmal auf diese Spielregeln drauf guckt und in denen ihr guckt, wie es euch eigentlich miteinander geht. Das meint Metakommunikation, nicht mehr über das Projekt zu reden, sondern über euer Miteinander. Das kann passieren durch Check-in-Runden, das kann passieren durch Feedback am Ende von Sitzungen, es kann passieren in Klausuren, wo man sich einfach mal ein bisschen mehr Zeit miteinander nimmt. Es kann passieren, indem man alle paar Monate ein explizites Treffen dazu macht oder sich in einem Treffen dazu Zeit nimmt. Oder, da müsst ihr für euch eure eigene Struktur finden. Aber investiert diese Zeit, denn sie ist super investierte Zeit, um diesen Berg ein bisschen flacher und den Weg ein bisschen weniger steinig zu machen. Mit Hack 10 will ich euch ganz zum Abschluss nochmal Mut machen, auch außerhalb eurer Gruppe und ihren Ressourcen zu denken. Das heißt, wenn bei euch die 5-zu-1-Regel schon permanent unterschritten wird, wenn es ganz verhärtete Fronten gibt, wenn ihr nichts mehr verhandeln könnt, wenn ihr selber als Moderation in permanenten Rollenkonflikten steckt oder einfach überfordert seid von der Emotionalität, die vielleicht schon im Raum ist, dann ist es spätestens an der Zeit, dass ihr euch externe Hilfe sucht. Vielleicht gibt es in euren Verbänden, in euren Netzwerken Menschen, die das können oder finanzielle Unterstützung für euch bereitstellen, damit ihr euch einen Profi engagieren könnt. Und wenn das nicht geht, dann schaut mal in eurem privaten Umfeld oder bei benachbarten und befreundeten Gruppen, wo sind Menschen, die eine Ausbildung in Moderation oder Mediation haben oder ein großes Talent dafür haben und die als Externe einfach nochmal einen anderen Raum für euch schaffen können, um eure Konflikte produktiv zu lösen. Damit ihr aus solchen Phasen im besten Falle gestärkt als Gruppe hervorgeht, um dann draußen die Welt auch wieder ein kleines Stückchen besser zu machen.